So, da sind wir wieder. Also ich habe jetzt ein bisschen geschnitten von, wo hab ich gesagt, hier bis hier. Ja, habt ihr gesehen, das ist eine lange Strecke. War alles bloß Autobahn, also nichts Schlimmes. So, jetzt bin ich ein bisschen auf Landstraße und die letzten paar Meter laber ich euch noch zu. Ja, ein bisschen Landstraße. Zum Vergleich dazu, es gibt ja auch noch dieses Euro Trucker, ja. Da haben wir ja die ganzen Länder noch mit drinne. Ja, das ist auch nicht schlecht. Aber ja, das ist eben grafischer, würde ich sagen. Genau. Was hat der drauf? Häuserteile. Also hier ist schon manchmal ein bisschen eng, würde ich sagen. Weil, naja, hier möchte ich nicht mal mit dem riesengroßen Hänger durchrattern. Ich habe da was relativ Großes drauf. Ihr seht ja, das Auge hat sich bis dahin ein bisschen verändert oben. Rechts das, links neben dem Truck. Das heißt, die wollen, dass ich bald wieder pennen gehe. Leider kostet mich ja alles Zeit. Die ihr seht, ist ja auch nicht mehr so lange. Ja, ich habe bis jetzt noch keinen Schaden erlitten. Oder ich war so schlau und hab's reparieren lassen. Maha, nein, habe ich nicht. Weil die Tomaten können sie ja nicht wieder zusammenkleben, nicht? In der Werkstatt. Ja, sonst ist alles beim Alten geblieben. Es ist eben nicht mehr weit. Bloß noch ein paar Meterchen. Und man kommt auch gut voran. Schönes Sonnenblumenfeld. Überhol dich mit meinem Truck. Ha, 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 ha. Oh komm, die sollen hier mal fahren, ey. Kollege war das. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, deiner. Hier, sie werden müde, sie sollten nach einem Rastplatz Ausschau halten. Ich werde aber erst noch diese Ladung abgeben. Weil, naja, wie gesagt, man hat in dem Game nicht ewig Zeit. Oh Gott, Jungs, das wird knapp. Das wird richtig arschknapp. Ach, Gott, geschafft. Boah. Na los, Brummi, komm, das ist bloß ein Berg. Und dann auch diese Anzeigen, die kleinen, für tanken und so. Also ich war vor der Mission jetzt, also vor der Fahrt, war ich tanken. Und unten seht ihr ja schon wieder halb leer. Ja, das ist ein bisschen durch. Aber zum Glück muss ich das Benzin noch nicht bezahlen, weil ich fahre ja für eine Firma. Oben steht's ja. Trade, Aux, Tradox, Dingster, Bumster. Und die bezahlen mir den Sprit. Und sowas halt. Ach. Seht ihr doch, ich das kann hier. Sie werden müde. Ja, und wenn man dann total übermüdet. Oh, schön. Glaube mitnehmen. Hahaha. Oh, jetzt hat sich das Auge wieder ein Stück geschlossen. Das wird mir dann bald eine Meldung bringen. Bitte gehen Sie schlafen. Das ist manchmal ganz schön nervig. Weil, naja, man will nicht alle 10 Minuten schlafen gehen. Und wenn man sieht im Vergleich von Dresden bis Frankfurt, die Strecke ist noch kurz, was man manchmal so für Strecken hat, wenn man das so sieht. Wenn hier zum Beispiel von Kiel nach München geht. Das ist ja schon eine ganz schöne Strecke dann, also, ja, das ist dann schon nicht mehr hübsch. Wenn man bestimmt drinnen zweimal schlafen gehen oder so, das schafft man gar nicht mehr der Zeit sonst. Ich finde das ja auch super gemacht, wie gerade habe ich wieder gesehen. Die haben an die LKWs die richtigen Logos dran geschrieben, wie MAN und so. Sonst hat man dann mal plus LKW dran stehen oder so. Aber so hat man die richtig dran stehen. Also immer ein da. Das finde ich richtig super. So, ich hätte jetzt überholt hier. Wäre mir nicht so ein Spacko entgegengekommen. Wow. Ich bin cool. Ich überhole dich mit meinem Truck. Hahaha. Oh komm, die sollen hier mal fahren, ey.
Kollege war das. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, deiner. Hier, Sie werden müde, Sie sollten noch einen Rastplatz Ausschau halten. Ich werde aber erst noch diese Ladung abgeben. Weil, naja, wie gesagt, man hat in dem Game nicht ewig Zeit. Oh Gott, Jungs, das wird knapp. Das wird richtig arschknapp. Ach, Gott, geschafft. Boah. Na los, Promi, komm, das ist bloß ein Berg. Und dann auch diese Anzeigen, die kleinen, für tanken und so. Also ich war vor der Mission jetzt, also vor der Fahrt, war ich tanken und unten seht ihr ja schon wieder halb leer. Ja, das ist ein bisschen durch. Aber zum Glück muss ich das Benzin noch nicht bezahlen, weil ich fahre ja für eine Firma. Oben steht ja. Trade, Aux, Tradox, Dingster, Bumster. Und die bezahlen mir den Sprit. Und sowas halt. Ach. Seht ihr doch, ich das kann hier. Sie werden müde. Ja, und wenn man dann total übermüdet ist, kann es auch natürlich mal passieren, dass der während der Fahrt dann die Augen zumacht. Aber ein paar Mal kommt vorher die Warnung. Und dann, naja, wird es dumm. Weil da hat man einen schwarzen Bildschirm. Und da lässt sich dumm fahren, finde ich. Mit schwarzem Bildschirm. Weil man sieht nur, wo man hinfährt. So, muss ich lang. Oh, jetzt hätte ich fast die Einfahrt zur Semmelsäte. Ja. Und mal cool blinken. Oh! Oh, oh, oh. Habt ihr gesehen, wie schnell das geht? Nur ein Stückchen Ecke mitgenommen. So ein Scheiß. Und schon sind die Räder rot. Ah, das gibt Abzug. Ich wollte auch mal. Also wie der vor mir rumgezogen ist. Wie das geht. Ja, ja, sie werden müde. Bin ich müde. Hellwach. Energy-Nacht hinter mir. Huhu. Nein. Wegen dir wollte ich auch mal cool sein, du blöder Drag. Und ich überhole, obwohl ich nicht darf. Und jetzt kommt eine scharfe Kurve. Wow. Krenn trifft LKW. Huhu. Wie die alle die Kurven manchmal nehmen können. Fang komm. So. Hier muss ich rein. Muhahahaha. So, und jetzt darf ich hier ein bisschen rangieren. Hier muss er rückwärts nämlich rein. Ja, ja, sie werden müde. Ich gehe dann schlafen. So. Jetzt habe ich einen Anfang gefunden. Jetzt können wir reinfahren. Vorsichtig und mit Gefühl. Weil ich glaube, das daneben ist schon wieder meine nächste Ladung. Weil die so schön glitzert. Glasscheiben. Oh Gott, das könnte was werden. So, Fracht abkabeln. Jetzt kommen die Abzüge gleich. Stufenaufstieg. So. Ich hoffe, ich habe euch einen Einblick gegeben zum Spiel. Ist zwar nicht das spannendste Ego-Shooter-Bum-Bum-Bum-Spiel, aber es ist halt einfach mal fahren. Einfach Simulation, wer drauf steht, ist es okay. Wie gesagt, schreibt uns Kommentare und mal gucken, was als nächstes kommt. Ciao.